Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. So, in der letzten Folge haben wir so mal ein bisschen die Geschichte von dem Nathan gesehen, wie er aus dem Waisenhaus abgehauen ist. Und heute sind wir anscheinend irgendwie in so einem Gefängnis oder sowas. Und genau an dieser Stelle spielen wir jetzt weiter. Jetzt muss ich nur noch schnell ein bisschen was umwubbeln hier. Und dann geht's auch sofort weiter. So, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen gegen den Typ da prügeln. Viel Spaß in der Folge und dann geht's weiter. Okay. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Dame la paliza. Vuelve ahí. Esto va a ser bien auf dem Nudelo. ¿Qué tal esto? Ein bisschen Scheiß hier. Lucha como un hombre. Toma esto, pendejo. So ruhig. Das ist por meterte con nosotros. Geh auf die Nuss hier. Alter Schlingel, du. Was arrepentir. Komm schon, amigo. Mist. Te voy a matar, come mierda. Ya lo tienes. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Bye. Hallo, der hat angefangen. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich will matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Ich bin gespannt, warum wir im Knast sind überhaupt. Ach, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor. Muss auf jeden Fall raus. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Muchas gracias. Spanisches Gefängnis. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Sehen Sie grob? Ein höllischer Ort. Kapitel 2. Ey, darf ich vielleicht. Kajati. Wenn jetzt einfach umdrehen würde. Probier's mal. Okay, es geht nicht. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Boah, Wahnsinn, die Grafik ist echt. Geil. Einfach nur geil. Hat ja Uncharted 1 und 2 auch gespielt, den dritten Teil leider nicht mehr. Weil ich da keine PS3 mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Und ehrlich gesagt, ich wollte jetzt auch das dritte auf der PS4 gar nicht zocken. Keine Ahnung warum, aber das vierte habe ich wieder richtig Bock gehabt. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas! Déjanoslo a nosotros! Nos encargamos de él! Was, wie bitte? Quédense, cabrones! Hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum. Wahnsinn. Ja, schaut schon gut aus. Kann man nichts sagen. Wo wollen die jetzt überhaupt hin? Da lang? Ne, okay. Hier lang.
abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Rennst du früh genug raus? Ja, rein in das Rattenloch hier. No escuchaste. Ja, ich gehe ja schon. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. Der ist in Carrucho. Bien. Ja, wo soll er denn hingehen, Mensch? Hier lang oder hier lang? Ich geh mal hier lang. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Nach dir? Das ist aber nett. Der Aufseher. Nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des... Das Abendessen? Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur? Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sieh. Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Flunker, Flunker. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitsplatz. Okay. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich hoffe, der kann jetzt schon ein bisschen höher springen. So, Nathan. Na bitte, Kinderspiel. Okay, ich sehe schon. Oh. Gibt es Gebiet hier? Und da mal reingehen. Was haben wir denn da?
Sie haben einen Schatz gefunden. Für eine nähere Untersuchung Option drücken. Option. Schätze. Katzenhänger aus Panama. L2 zoomen. Drehen. Vielleicht sind da irgendwie Hinweise oder sowas. Okay, schaut nicht so aus. Bewegen, okay. Ich brauche das Seil. So, da müssen wir hoch. Oh mein Gott, da kommen wir doch gar nicht rüber, oder? Komme ich da rüber? Nein! Okay, kommen wir nicht rüber. Das erste Mal down. Ja, ich muss da hoch, das ist schon klar. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Kann ich hier runter? Hier werde ich runterrutschen, dann müsste ich vielleicht da drüben ranhangeln oder so. Nein! Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Mal schauen. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, alles klar. Bingo. Und weiter geht's. Hätte ja lang suchen können. Mal lang probieren können, dann wäre ich nie rübergekommen. Seilwerfen war L1. So. Und auf geht's. Okay, das haben wir, glaube ich, schon mal fest, das Seil. Sehr gut. Okay, da ist ein Vorsprung. Mal schauen, ob wir hier kommen wir hier rüber. Aha, da müssen wir hoch, okay. Drei. Ich könnte da runterrutschen mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht.
Sam dazu sagt. Okay, hoch hier, Nathan. Auf nach oben. Muss ich erstmal die Landschaft genießen. Oh, da kriegt man richtig Urlaubsstimmung. Ich fahre ja auch bald in Urlaub. Ich am 8. nach Italien. Freue mich schon richtig drauf. Ab nach oben, hat er gesagt. Na ja, dann sag mir lieber mal, was lang geht jetzt. Da werde ich wahrscheinlich sterben. Da muss ich hoch, oder? Da war ich. Hier muss ich ran. Das sieht auch schon ganz schön morsch aus, wenn ich gleich einbreche. Rüber! Oh, sehr gut. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Los, rüber mit dir. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Ich muss da hoch. Hoch. Schaut aus, als ob wir das Seil anbringen könnten. Jetzt L1 gedrückt halten und bewegen. Das ist wie bei Batman hier beim Batmobil. Muss jetzt hier raus oder was? Na. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Aha, das Gefängnis. Eine ganz schöne Anlage. Jetzt komm, reiß sie zusammen. Hoch da mit dir. Hoch! Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Ja. Okay, da müssen wir, da müssen wir hoch, okay. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein wieder. Burns Zelle. Zelle. Oh, yes, sweet. Okay. Wo fange ich an? Okay, dann würde ich aber sagen, war es jetzt schon wieder mit der Folge. Und wir machen auf jeden Fall bald wieder weiter. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.